Moin Leute, was geht? Ja, mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Und zwar, ich teste heute mal das Samsung Galaxy S3 Neo. Das Samsung Galaxy S3 Neo ist eine verbesserte Variante vom S3. Und jeder, der das S3 gehabt hat, der wird positiv darüber reden, weil das S3 mit einem sehr guten Display aufwerten kann. Das S3 Neo hier hat Super AMOLED. Super AMOLED, das ist wirklich fantastisch. Irgendwas mit 1200 Pixel mal 700 Pixel. Somit hat das dieses Handy, was hier nur 200 Euro gekostet hat, hat eine höhere Auflösung als das iPhone 5S. Wahnsinn. Das heißt, Apple ist ganz schön überteuert. Ich meine, man kriegt die gleiche Technik, teilweise bessere Technik für 200 Euro. Aber jetzt testen wir einfach mal hier an Subway Surfer, wie das so reagiert. Ich nehme gerade in der Küche auf. Das ist natürlich jetzt hier, man sieht die Grafik. Natürlich sieht das jetzt auf dem Handy richtig unscharf aus. Aber ich kann euch sagen, es ist total scharf. Es ist wirklich total scharf. Ich sehe ja das Bild vor mir gerade. Ich kann euch sagen, das S3 Neo ist wirklich richtig, richtig scharf. Das Super AMOLED-Display ist fantastisch und die Kamera, ja, die schießt wirklich sehr gute Bilder. Und mit 8 Megapixel kann man da eigentlich nicht viel sagen. So, das ist das gute Handy. Was am S3 Neo auch noch besonders auffällt, ist natürlich, dass die App-Kacheln, die wir hier haben, detaillierter sind als auf dem Samsung Galaxy S5 Mini. Auf dem S5 Mini wirken teilweise die Farben zu stark. Die Kacheln hier sind auf dem S3 und auf dem S3 Neo detaillierter. Viel detaillierter, viel feiner, viel ausgeprägter, als das beim S5 Mini ist. Und das S5 Mini gibt es zurzeit ab 270 Euro. Und dieses Handy hier, das gibt es teilweise auch schon unter 100, unter 200 Euro. Ich habe 199 Euro für das S5 Mini bezahlt und das ist wirklich gut. Das hat eine PPI-Dichte, Pixel pro Zoll-Dichte von über 300. Über 300, das ist schon gewaltig. Dann noch ein super AMOLED-Display. Wahnsinn. Das Handy ist unglaublich, ich finde es unglaublich dünn, unglaublich gut liegt es in der Hand. Es ist ausgestattet mit einem Gorilla Glass 2. Und Gorilla Glass 2 ist zwar nicht Gorilla Glass 3, aber Gorilla Glass 2 reicht vollkommen aus. Da kann man auch mal mit dem Küchenmesser auf der Displayfläche rumkratzen. Da passiert nichts. So, das war das kleine Testvideo von dem Samsung Galaxy S3 Neo. Ich gebe diesem Smartphone, da ich auch schon iPhones getestet habe, gewaltige 95 Punkte, weil es einfach überzeugen kann. Die Grafik ist besser als die vom iPhone 5S und das bei einem Preis von 200 Euro. Die Performance ist super und die Grafik ist trotz geringerer PPI-Dichte als das S5 Mini hat es detailliertere App-Kacheln. Und das ist für mich absolut ein Kaufgrund. Die Apps laufen flüssig, Subway Surfer läuft, Temple Run 2 und auch komplizierte Spiele wie GTA laufen auf diesem Handy problemlos und ruckelfrei. So, gutes Fazit, super gutes Handy. Wer auf dem technischen Stand sein will, holt sich das S3 Neo. Ich würde das S5 Mini nicht empfehlen. Ist ja zurzeit immer so, dass Leute zurzeit sehr viele Leute S5 Mini kaufen. Ich würde das S3 Neo empfehlen, weil es einfach eine bessere Grafik hat. Die App-Kacheln sehen besser aus und die Performance ist eigentlich gleich, aber holt euch das S3 Neo. Es ist ein super gutes Handy. Haut rein. Ciao.